Gott, ey, das Spiel ist echt gut. Na, ihr geilen Eierhälse. Heute befassen wir uns mal mit einem äußerst merkwürdigen Spielchen, einem scheinbar Deep Web Hacking Game. Keine Ahnung, wie genau das funktioniert. Ich habe das gerade aufgemacht und denke mir so, irgendwie sieht das merkwürdig aus. Es handelt sich um Human. Human. Jawohl, dann starten wir einfach mal das Spielchen. Keine Ahnung, was uns hier erwartet. Start, Start. Und buffert einfach mal den Stream. Bei YouTube-Videos gucken, das können wir auch so. Okay, das ist schon mal eine richtig geile Audioaufzeichnung. Mensch, Human. Human. Du kannst ja richtig gut. Oh, Alter Schwede, da krieg ich ja Ohrenkrebs von. Und es ist dunkel. Oh, ich hab sogar eine Taschenlampe. Yay, aber der steht auf dem Boden, der Schmendrick, ey. Statt mal in die Luft zu leuchten. Gut. Dann schauen wir uns mal an. Also, es ist eine Kameraaufzeichnung, die während irgendeiner Überprüfung stattgefunden hat. Text stand da unten im vorherigen Screen. Könnt ihr euch angucken. So. E, um die Tür zu benutzen. Das Ganze ist mit Unreal Engine 4 erstellt worden. Scheint auf jeden Fall doch F for Flashlight. Das habe ich schon rausgefunden. Wie in jedem Horrorspiel ist auf der Taste F immer die Taschenlampe. Alter, ist es dunkel. Und hier ist so ein geiler Elektrokasten. Nee, es ist ein Radio oder sowas. Oder was ist denn das? Gate Time. Oh, könnte eine Art Radio sein. Das könnte aber auch die Heizung sein. Man weiß es nicht genau. Alte TFTs. Oh, steigen wir mal ein einfach. Klauen uns ein paar TFTs hier. Das wäre ja der Hammer. Okay, hier ist labyrinthartig schon mal alles ein bisschen hingeschlonzt. Right mouse button to zoom in. Oh, geil. Ich kann zoomen. I am only human. Oh. Although our focus on the past few years has been primarily our research reason. Okay. Ich kann doch nicht lesen. War ehrlich auch gar nicht. Zeta Sector Keycard collected. Oh, für den Zeta Sektor. Zeta Sanjay Gupta und Zeta Gupta are going to the garden. They have so much fun. Kennt noch jemand Sanjay und Zeta Gupta von den alten... Das war ja jetzt... Sanjay und Zeta Gupta von den alten, Listen? Okay. Von den alten Englisch-Hörbüchern und aus der Schule halt. Zeta Sector Keycard required. Die haben wir doch schon. Ich höre knubbelige Knubbels. Störbild. Da ist ein Schatten. Also falls du was auf YouTube Roffelkopter? Was war das denn jetzt? Jetzt bin ich hier. Refel. Lass mich mal bitte. Hä? Sanjay. Ich ignoriere dir nicht. Wo bist du denn? Hä? Also mein Da hängen Menschen. Mein Gehirn ist gerade ein bisschen überlastet. Sehr interessantes Spiel. Muss man mal sagen. Wirklich, wirklich interessant gemacht. Mir gefällt es optisch schon mal so lala. Gibt schöneres, aber für ein Indie-Game drücke ich mal ein Auge zu. Alter. Diese Geräusche. Ja. Geile Stimme, ey. Wie so ein Alien, was versucht Deutsch, Deutsch vor allem. Ah, Englisch zu sprechen. Sehr nette Atmosphäre. Oh, guck mal. Die können sich sogar schwingen. Die schwingen da ordentlich ab, ey. Come on, let's twist again. Like we did last summer. Yeah, let's twist again. Ach, sorry, ich bin gerade ein bisschen aufgedreht. Ihr wisst ja, wenn ich ein bisschen, wenn ich den Groove spüre, dann mache ich nicht nur den Groove, sondern auch den Grusel. Den Groovesel. Ist eine neue Mischung. Die habe ich erfunden. Weil immer, wenn ich Angst habe, fange ich an zu singen. Dann kommt der Groovesel in mir durch. Wow. Groovesel. Da, 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 da. Gott, ey, das Spiel ist echt gut. Schluck trinken. Ich krieg hier noch nicht so viel. Mir hilft das Singen nicht. Ich erschrecke mich dadurch nur ungemein mehr. Okay, gruselig? Gruselig. Gruselgang ohne Tür? Gruselgang mit Tür. Ich weiß es nicht. Ich geh erstmal da lang. Ich hab Schiss.
But I will restore it. Oh, yeah. Da kommt Blut aus dem Rohr. Alter! Ist jetzt nicht dein Ernstspiel? Ich hab die Taschenlampe an! Kleine Taschenlampe brennen. Schreib, ich lieb dich in den Himmel. Und dann weiß ich ganz genau. Alter, diese metaphorischen Fragen. Ich stell mir doch sowas nicht morgens. Ich bin grad... Spiel! Alter. Ich stell mir so eine Frage Oh! Dr. Schmendrick, der... Fünfte? Tesla! Nikola Tesla. Dr. Schmendrick, der fünfte... 15. The frequency interference continues. We have not done any work for the past 4 days. No one has left. For some reason, I feel as though we are drawn to this place. We must stay. Sleep has been difficult. Our sanity seems to be slipping. I feel numb yet cold. I feel I know less than I once did. My memories, my knowledge, my intelligence. Was ist das? Is this reality? Ist es real life? Genau, so war das die Frage. Okay, kann ich hier. Ich bin irgendwie an einem ganz anderen Ort gelandet. Radio. Sprich mit mir! Och Mano! Octopus Man! Ja, ja, aber guck mal, ich habe jetzt hier Alpha Sektor. I'm unsure of what's real. I'm going to upload this to our closed network as we've been in a structured. So you may read it. I have no reason why they're done. We're waiting. We can't leave. Well, we can't leave. Try and try. The door never gets any closer. This can't be real. This is not reality. I don't know if I'm hallucinating. Es sagt, dass da eine andere Welt ist. Ich sag ja, Aliens entführen uns. Die kommen aus der fünften Dimension, die wir nicht wahrnehmen können. Fuck you. Wo bin ich jetzt? Achso, hier in der Ecke. I'm on the human. Jetzt bin ich ganz woanders. Hä? Raffle. Okay, Momentchen kurz. Ich bin jetzt auf der anderen Seite gelandet. Ich will jetzt gar nicht weiter nachfragen. Ich gehe jetzt einfach hier lang. Alpha Sektor Keycard, die hab ich doch, Mensch. My God. Boah, da schiebt einer Metalltüren. Oh, ich hab die Theta-Nuss. Theta. A door we've opened the frequency, it communicates with us. We brought it here and you knew it was going to happen. We can't leave because it's not let us leave. You knew this would happen? Da fehlt ein K, mein lieber Freund, da fehlt ein K. It's a portal, it takes your mind. Not mine anymore. Also, ich kann mir wirklich vorstellen, Alter, wieder diese verwaschene Grafik da an der Wand. Moment, was steht denn da? Also ist so ein Bluescreen. Mann, Zettel auf dem Tisch. Die lenken mich gerade ab. Soße. Und auch hier stelle ich gerne wieder die Frage, wenn ihr wieder die Facecam aktiv haben wollt. Ich stelle jetzt über mehrere Videos verteilt, weil ich jetzt am Wochenende nicht da bin. Die Frage, wenn ihr die Facecam aktiv haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr aber sagt... aua, 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 aua. Piep mir mal. Wenn ihr aber sagt, nee, lass mal, ich finde es eigentlich so ganz romantisch. Wir haben schon genug andere Facecam-Horror-Let's Player. Bei dir ist es eigentlich immer so classy. Classic-mäßig gewesen. Ich will da jetzt gern... Lass mich... Wo bin ich denn? Bin ich jetzt? Jetzt bin ich auf deiner Seite. Das fanden wir damals immer schon so cool ohne Facecam. Deine Stimme reicht uns. Die macht genug Atmosphäre. Dann sagt mir Bescheid. Dann machen wir das. Da ist was. Raffle? Okay. Theta Keycard, Alter, ist das düster. Alter, ist das blutig! Ich mag ja dieses Alien-Verschwörungstheorie-mäßige. Ich glaube ja an so verschiedene Dimensionen, Paralleluniversen, Multiversen. Das ist genau das Ding, woran ich glaube. Und verschiedene Dimensionen, die wir nicht wahrnehmen können. Weil unser Gehirn und unsere Augen dafür gar nicht überlegbar. Es gibt Lebewesen auf dieser Erde, die können mehr Farben wahrnehmen als wir. Warum soll es nicht also noch mehr Dimensionen geben, die wir nicht wahrnehmen können? Alter, ist das gruselig. Bitte, Spiel, mach mir keine Faxen. Es ist dunkel wie Scheiße. Igitt. Oh, das ist gruselig, ey. Dieses Geräusch ist so creepy. Alter Schweden. Stellst du deine Realität nicht in Frage? Ja, manchmal schon. In einem Paralleluniversum, welches reich, berühmt und sexy. Und hier? Hier bin ich nur ein einsamer, dicker Junge, der Videos ins Internet stellt. Oh Gott, ist das grotesk, ey.
Ravel. Okay, da komme ich. Dann muss ich jetzt vielleicht darüber. Oh, da, oh, hier liegt was. It feeds. Came for my soul. Our soul. Soul is not safe. Any soul at all. At all? At all, oder? Alter, okay, ich gehe mal hier lang. Da ist nichts. Gut. Dann versuche ich mal. Das habe ich schon gelesen. Dann gehen wir mal nochmal darüber. Und versuchen, wenn wir von da kommen, darüber zu gehen. Dann landen wir wieder hier. Ist ja auch kacke. Hier waren wir ja schon. Ist doch dieses Any Soul at All, oder? Ja. Also darüber. Vielleicht hier in die Ecke. Okay, dann kommen wir jetzt hier hin. Wo auch immer. Nee, da lang. Okay, dann müssen wir darüber. Und dahin. Dann sind wir aber wieder hier. Verdammte Kackewurst. So, dahin. Dann dahin. Dann dahin? Dann dahin? Oder hier? Ich hab doch keine Ahnung. Ja, wir sind richtig. Perfekt. Ah. Lost Soul says goodbye. Goodbye, 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 bye, bye. Flupp. Lull? Oh, geil. Oh. Alter, oh, ich krieg gerade die Gänsehaut. Hammer. Gänsehaut. Nice. Also Leute, war eine kurze Demo, ich glaube es zumindest, oder aber das Hauptspiel, ich weiß es gerade nicht mehr. Ich kann es ja nochmal in die Beschreibung packen, auch den Download-Link zum Itch.io-Seite. Ich muss sagen, mir hat es atmosphärisch, sowie auch von den kleineren Jumpscares, sehr gut gefallen. Und vor allem diese ganze Verschwörungstheorie-Kacke da in dem Video, ich sehe auch so scheiße, ah, ich mag ja sowas mit verschiedenen Welten. Und jetzt, dass jetzt im Endeffekt Lucifer ist, habe ich nicht gedacht. Ja, keine Ahnung. Die Erde wurde geschaffen von meinem Feind, natürlich. Denn ist ja Gott. Lucifer ist ja sein Feind. Im Endeffekt ist das schon richtig. Also im Endeffekt ist es keine Alien-Geschichte, sondern eine religiöse Geschichte. Ah, das ist aber auch schon ziemlich interessant. Nichtsdestotrotz, mal gucken, ob es euch gefallen hat. Ich fand es ein bisschen kurz, sehr schade. Ich hätte es mir gerne länger vorgestellt. War trotzdem sehr unterhaltsam, fand ich. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Indie-Horror-Quatsch mit mir, Lunetschki. Auf dann auch bald. Auf Wiedersehen, Tschüssikowski. Lalalala. Human, 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 human.